Hey Freunde, willkommen zum heutigen Test. Wir haben heute das größte Sortimentenpaket, das ich bis jetzt je gesehen habe. Und ich muss sagen, diese Sortimentenpakete finde ich persönlich immer sehr schön. Das erinnert mich so immer so an die USA. Die haben ja auch immer sehr so riesen Sets. Und hier haben wir eins der größten. Ja, also wenn man das mal so vergleicht. Ich kann ja mal weiter hintergehen. Das ist die Red Devil Box, eigentlich von Leslie. Ja. Hat eine Gesamt-NEM von 602 Gramm. Das ist ein wirklich riesen Set. Wir haben hier Röhlis drin, wir haben hier Raketen drin, soweit ich sehe, Batterienfontänen. Also ist eigentlich alles, was man brauchen kann. Preislich weiß ich gar nicht. Vielleicht 40 Euro. Ich muss nochmal nachgucken, aber mehr wie 40 wird es nicht gewesen sein. Und für so ein riesen Set ist das Wahnsinn. Also wir haben hier locker 20, 30 Artikel drin. Ja, dann würde ich sagen, hole ich euch mal ein bisschen näher ran. So sieht es übrigens von hinten aus. Und wie gesagt, also ein Riesenset. So. So Freunde, jetzt sind wir ein bisschen näher dran an der Red Devil Box. Ja, wir gehen nur mal kurz im Schnelldurchlauf durch hier. Das wird eine Batterie sein, das ist eine Batterie. Das ist offensichtlich eine Batterie. Wir haben hier sogar ganz kleine Fontänen drin. Wir haben hier römische Lichter drin. In dem Karton werden Raketen drin sein. Haufen Batterien, Haufen Fontänen. Also, es ist wirklich ein Riesenset. Und da würde ich sagen, gehen wir einfach raus und zünden das alles. Werden wir sehen, ob es Spaß macht oder nicht. Aber ich denke mal schon. Haben wir auch noch eine Batterie. Also ich bin fasziniert von dem Set. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Aber ich muss sagen, das würde schon vollkommen ausreichen als Warmschießset. Also so groß, top. So Freunde, wir testen jetzt hier das Riesenset. Da es halt so viel ist, sage ich einfach, wir testen einfach alles, was drin ist. Und wir fangen einfach mit den Fontänen an. Danach machen wir hier diese komischen langen Stangen und dann zum Schluss die Batterien. Also wir fangen einfach an. Los geht's. Du kannst ja an der Zeit schon mal die Raketen halt jetzt. Das war schön! So, schauen wir mal, wie das Set so ist. 35 Euro hat es ja gekostet, glaube ich. Oh, schon wieder unscharf. Zufällig? Eine runde, kleine, leichte, die schön umkippt hier. Warum kippt die denn? So. Bis jetzt sind die Fontänen schon mal sehr schön. Machen wir gleich die nächste. So. Ja, ja, alles meins gewesen. Nee. Ja, die Fontänen sind wirklich sehr schön eigentlich. Es ist jetzt 18 Uhr, man merkt, es geht los. Ja, kleine Fontänchen. Weiter.
schon mal sehe, dass das unscharf ist, da kriege ich ja schon wieder Hasslatte. Weiter geht's im Prospekt. Also für Familien ist das jetzt schon mal sehr schön. So viele Fontänen, wie hier drin sind. Finde ich sehr schön. So. Ja, unscharf. So, machen wir gleich weiter mit dem nächsten. Wir werden mal die nächsten. Aber irgendwie bräuchte ich hier, glaube ich, doch mal noch eine Leuchte. Nimm mal da noch ein paar mit. So, und dann machen wir hier mal hinten weiter. So viel von Themen, das ist ja der Wahnsinn. Schönes Set. Also von mir jetzt schon mal eine Kaufempfehlung. Wenn man es noch irgendwo bekommt, für den Preis. Wahnsinn. Da die ganze Zeit rauskommt. Wahnsinn. So, nächste. So. Weiter jetzt mit der nächsten. Ah, mach gleich zwei an, ja, geht doch mal. Oh, ich schaff's nicht. Ich hätte ja gedacht, dass die kürzer sind, weil die halt so nicht liegen, weißt du? 35 Euro dafür. Ja, da waren so ein paar einzelne Knallsterne drin. Da haben sich die Chinesen in der Fabrik gedacht, wir kehren mal. Ne? Die anderen zwei habe ich hier noch. So, weiter geht's. Die nächste. Ich glaube, so viel Fontänen hatte ich noch nie im Set, ey. Schöne Chrysanthemen, schöne Sterne. Die Sterne sind auch immer sehr schön. So, machen wir weiter hier. Wo ist denn die Lunte? Da die Lunte? Nee. Da die Lunte? Nee. Ach, hier, bitte.
die letzten zwei Fontänen aus dem Set. So, dann machen wir gleich weiter mit den Raketen, die im Set drin waren. Da waren nur zwei Stück drin. Ui, toll. Also in den Sets sind es meistens Plop-Raketen, nichts Besonderes. So, dann baue ich die Batterien auf und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir hatten ja noch die zwei langen Röhren. Ich dachte, das sind Röhlis, aber nein, das sind auch Fontänen. So, zünden wir einfach mal an. Bitte? Ja, mach, wenn du willst. Ich dachte ja, dass es Röhlis sind, aber nein, es sind Fontänen. Aber für die Größe halt sehr kurz, da hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft. So, wie gesagt, Batterien und dann bis gleich. So, jetzt habe ich mal Pause mitzünden. Das macht der Tobi. Soll ich sie einzeln machen? Einzeln, ja. Zuerst die drei kleinen und dann die große. Aber richtig sicher und ventiliert. Packst du in den Karton irgendwie dazwischen oder so? Schöne Silberkomet. Hab keine Lust mehr? Nee, hat keine Lust mehr. Oh, so viele schöne Sachen. Nee, ich bin ja gleich weg. Ja, ich hab da eure Ruhe. Aber ich komm gleich wieder. Noch mehr? Naja, das ist nicht mal die Spitze vom Eisberg. Ja, das ist nicht Kometen. Mal sehen, was die andere kleine Schussbatterie hat. Waren ja drei kleine. Die erste war Silberkometen, die jetzt Kröckling-Kometen. Wir haben Schluss hier bei euch. So, die letzte kleine. Oh. Schöne Starklichtkometen mit Schweif. So, und die letzte im Set, die große. Ja, die Batterien waren jetzt eher so auf Leuchteffekte spezialisiert. Also für Familien eigentlich genau das Richtige. Also Freunde, macht's gut. Ich kann das ja trotzdem empfehlen.